Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird gesellschaftlich aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Ja, wir haben zum Beispiel aus demografischer Perspektive und wirtschaftlicher Perspektive. Angesichts der alternden Gesellschaft steht die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf dem Spiel, weshalb die Arbeitswelt alle möglichen Arbeitskräfte integrieren muss. Dann aus politischer Perspektive, beziehungsweise oder insbesondere aus familienpolitischer Perspektive. In Westdeutschland zum Beispiel sind die Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ungünstig, was an verschiedenen Faktoren liegt. Ja, zum Beispiel an den verankerten hohen normativen Erwartungen an die gute Mutter, in Anführungszeichen. Unzureichende öffentliche Betreuungsangebote für kleine Kinder. Die weitgehende Fixierung des männlichen Lebensentwurfs auf beruflichen Erfolg. Strukturelle Rücksichtslosigkeit des Erwerbssystems gegenüber Eltern und so weiter. Dann drittens, die dritte Perspektive aus soziologischer Perspektive, ist das Thema auch wichtig. In Deutschland gibt es nämlich prekäre und immer zunehmendere prekäre soziale und ökonomische Verhältnisse. Besonders Frauen sind stark von Armut betroffen. Dann weiterhin aus geschlechtertheoretischer Perspektive. Ungerechte Zugänge und Verteilung von Ressourcen werden schon jahrzehntelang in den Gender Studies oder Frauen- und Geschlechterforschung diskutiert, analysiert und thematisiert. Heute möchte ich mit meinen verehrten Gästen diese verschiedenen Perspektiven im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf diskutieren und noch eine zusätzliche Perspektive hinzufügen, nämlich eine theologische Perspektive. Also die Frage nach religiösen und oder kulturellen Normen bezüglich des Arbeits- und Familienrechts oder des Arbeits- und Familienlebens. Hierzu möchte ich meine Gäste zunächst einmal vorstellen und alle nochmal herzlich begrüßen. Michael Tunsch, mit dir möchte ich beginnen. Wir haben schon das Du eingeführt bei uns, also wundern Sie sich nicht, wir werden uns jetzt duzen. Michael Tunsch ist Diplom-Sozialpädagoge und war 2013 und 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Türkei-Studien und Integrationsforschung. Und zwar im Projekt Praxisforschung für nachhaltige Entwicklung interkultureller Väterarbeit in NRW. Er forscht und arbeitet zu den Themen Männlichkeit, Väterlichkeit und Migration sowie Diversität. Er engagiert sich für die Entwicklung interkultureller Männer- und Väterarbeit, zum Beispiel im Facharbeitskreis interkulturelle Väterarbeit in NRW und im bundesweiten Netzwerk Männlichkeit, Migration und Mehrfachzugehörigkeit. Michael hat schon einiges zu diesen Themenbereichen publiziert, was man auf seiner Seite dann abrufen kann. Mein zweiter Gast ist Hallemar Krausen. Hallemar Krausen ist Theologin, Lehrbeauftragte an der Universität Hamburg, Akademie der Weltreligionen. Sie ist Leiterin von Studiengruppen im Rahmen der Anisa Society und dem Muslim College in London seit 1993. Also sie pendelt sehr viel zwischen London und Hamburg. Und sie ist außerdem auch noch Leiterin von Studiengruppen in Oxford, und zwar im Rahmen von Muslim Youth Foundation und Ruskin College seit 2013. Weiterhin, sie hat eine 20-jährige Betreuung hinter sich, seit letztem Jahr, September, Oktober. 20 Jahre hat sie deutschsprachige Muslime im Islamischen Zentrum in Hamburg betreut. Dann mein nächster Gast, Christine Kammler. Sie hat Erziehungswissenschaften und Sport studiert und ist seit 2003 Mitarbeiterin im Gleichstellungsbüro hier an unserer Universität Osnabrück, seit 2011 Leiterin des Servicebüros für studierende Eltern im Gleichstellungsbüro. Sie ist Ansprechpartnerin für die Vereinbarkeit von Studium und Familie sowie für die Vereinbarkeit von Studium und Familie, Beruf und Familie andersrum, und bietet unter anderem individuelle Beratungen zur Vereinbarkeit, zur Vernetzung mit uni-internen und externen Beratungsstellen, und sie setzt sich für die Initiierung und Begleitung von Familienprojekten, familienfreundlichen Projekten, die die Vereinbarkeit unterstützen, ein. Dann haben wir noch hier auf meiner rechten Seite Mohammed Ibrahim. Er ist islamischer Theologe und Wirtschaftsingenieur, fünffacher Familienvater, Deutsch-Ägypter und momentan Geschäftsführer des Islamischen Kulturzentrums Wolfsburg. Er hat aber auch jahrelang dort als Imam gearbeitet. Also nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. So, direkt auch, ich mache weiter mit Mohammed. Du hast ja als Imam gearbeitet und Imame stehen ja oft beratend für die Gemeindemitglieder zur Verfügung.
mit welchen Anliegen kommen Eheleute zum Imam oder sind zu dir gekommen? Und spielt das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle dabei? Also mit welchen Themen die Leute zu mir kommen? Also man kann von zwei großen Bereichen oder Baustellen sprechen. Einmal ist das die Beziehung zwischen den Eheleuten, wenn sie Probleme miteinander haben, einander nicht mehr verstehen und vielleicht nach dran auseinanderzugehen. Das ist ein Bereich, wo man dann versucht zu helfen. Und der andere Bereich ist dann Eltern-Kinder-Beziehung und wie das vielleicht besser mit der Erziehung klappen kann, ob man da auch helfen kann, ob man mit den Kindern sprechen kann, helfen kann, Ratschläge geben kann. Mhm. Und Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielt wenig eine Rolle, also in diesen Beratungen. Mhm. Natürlich in den Familien spielt das eine Rolle, aber in den Situationen, wo die Menschen dann zu mir kommen mhm. und Rat suchen, spielt das wenig eine Rolle. Mhm. Ja. Okay, dann will ich mal Halima direkt auch fragen. Sie hat ja auch die Erfahrung gemacht in der Betreuung von deutschsprachigen Muslimen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Hat das jemals eine Rolle gespielt, dieses Thema? Was Familienfragen anging, das ist da schon ähnlich. Ja? Das sind dann Eheprobleme, die manchmal darauf beruht haben, dass da auch zwei verschiedene Kulturen eine Rolle gespielt haben. Bei uns waren es viele, die bikulturelle Familie war sozusagen die Norm. Mhm. Ja? Und dann kamen daraus, dass sich da Verständigungsprobleme ergeben haben, auch dann auch was Erziehungsfragen für die Kinder anging. Und dann eben halt auch ziemlich viele Generationsprobleme, aber auch Probleme von jungen Leuten, die so nicht so richtig wussten, wo sie hingehörten. Mhm. National, schrägstrich, religiös, mhm. sprachlich, kulturell. Das war dann oftmals so die Frage. Es geht so in denselben Bereich. Aber ich habe selten erlebt, dass es da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle spielte. Mhm. Also das deckt sich da in der Beziehung, mhm. deckt sich das. Ganz selten, dass es vorkam, irgendwie hat man sich da eher zusammengerauft. Mhm. Okay. Frau oder Christine? Du bietest ja Beratung zur Vereinbarkeit von Studium und Beruf an. Was heißt das konkret? Zu welchen Themen berätst du? Und von wem wird diese Beratung in Anspruch genommen? Von Männern, von Frauen, vor allem oder vielleicht auch von Muslimen und Musliminnen? Und dann noch, welche Fragen werden dann häufig gestellt? Ja, also mein Kerngeschäft ist die individuelle Beratung. Ich biete die an für Studierende und Beschäftigte der Universität und merke aber gerade auch im Bereich der Studierenden, die Studentinnen erleben sich selber als sehr emanzipiert und ich habe das Gefühl, sobald ein Kind unterwegs ist, die Familienplanung beginnt, fallen sie auf traditionelle Rollenmuster zurück, also ist mein Eindruck. Dementsprechend kommen auch mehr Frauen in die Beratung, weil sie dann sagen, so Vereinbarkeit, darum muss ich mich kümmern. Es wird aber auch Beratung als Paar wahrgenommen und ich merke einen leichten Trend, dass Männer auch in die Beratung kommen. So, die Fragen richten sich ja in erster Linie um Kinderbetreuung, also wie, auch bei Schwangerschaft, dann will ich mein Kind die Betreuung geben, wie will ich es betreuen lassen und natürlich dann demzufolge auch viel Studienorganisationsfragen, was ist, wenn ich länger studieren muss, wenn ich nicht regelmäßig an die Uni gehen kann und auch Studienfinanzierungsfragen. Gerade dann soll ich ein Urlaubssemester nehmen, wenn ich ein Kind bekomme und gerade bei BAföG-Bezug, weil das sieht das BAföG ja auch vor, dass eine längere Finanzierung möglich ist, rate ich immer, eben weiter im Studium zu bleiben und kein Urlaubssemester zu nehmen. Mhm. Ja, okay. Also jetzt würde ich alle nochmal bitten, dann muss ich auch, sollte ich auch, oder? Besser dann weiter. Okay. Jetzt noch die Frage, sind auch Muslime und Musliminnen in der Beratung? Dankeschön. Ja, sind auch, aber vergleichsweise wenig. Also ich hatte bislang zwei Musliminnen in meiner Beratung und einmal ging es um Studienfinanzierung
und einmal mehr so, ich bin schwanger, bekomme ein Kind und wie kann ich das gut vereinbaren oder was habe ich für Möglichkeiten auch an der Universität. Mhm. Wir haben ja unterschiedliche Angebote zur Unterstützung und da ging es eben dann um die Frage, ja, Betreuung, ja, ab wann und wie und wo. Mhm. Und eben, was habe ich noch für weitere Möglichkeiten auch zur Vernetzung mit anderen Studierenden, mit Kind. Was fragen denn so die Männer, wenn die in der Beratung sind? Waren die dann ja nicht schwanger? Nee, aber sie fragen dann, genau, also sie fragen dann eben, wie das ist, so wenn gerade wenn sie studieren, eben wie das mit den Seminaren ist, wie sie teilnehmen können. Jetzt sind die Studienbeiträge ja weggefallen, mhm. aber damals war es eben viel Befreiung von den Studienbeiträgen, was sie tun müssen. Dann geht es auch unter Umständen um den Essensausweis in der Mensa, da verweise ich dann eben an die Verwaltung des Studentenwerks. Da gibt es unterstützende Möglichkeiten. Ja, sie fragen eher, sage ich mal, nach finanziellen Unterstützungsgeschichten. Ne? Wie gesagt, Studienbeiträge, Beitragsbefreiung und im Mensa und so weiter. Ich hatte aber auch, also es fragen schon auch welche dann eben, ich habe das Gefühl, für die Partnerin, wie sieht es denn mit Betreuungsmöglichkeiten aus? Also das ist ja, als Student kommt man, ne, also gerade wenn es wenn es Studenten sind, kommen sie oft mit ihrer Partnerin, also dann kommen sie als Paar. Ne? Mhm. Und dann merke ich aber auch, dass die Frau dann, wenn es um die Kinderbetreuung geht, dass sie dann aktiv wird und fragt und ja, das ist relativ deutlich und hält sich konstant. Okay, danke. Hört sich spannend an und sehr vielfältig. Erstmal, genau, ich habe jetzt ein Mikro, jetzt dürft ihr euch um das Mikro kümmern. Dann würde ich weiter bei Michael nochmal ansetzen. Weil wir haben jetzt schon gehört, Frauen stellen andere Fragen, Männer stellen andere Fragen. Und ich habe ja gerade dich vorgestellt und du beschäftigst dich ja mit Vätern und mit Männern. Du machst ja Väterarbeit. Ich meine, das hört man ja selten. Hat das schon mal jemand gehört, Väterarbeit? Das habe ich mir schon gedacht. Also, warum macht man Väterarbeit? Also, in den häufigen Fällen einer klassischen Arbeitsteilung, die es ja mehrheitlich gibt, ob nun bei Menschen mit Urmigrationshintergrund und aller Glaubensrichtungen, ist es so, dass die immer noch mehr Mütter in der Kinderbetreuung sind, die Väter eigentlich eher so die Stunden sogar noch erhöhen. Also den Ernähreranteil eher, sobald Kinder da sind, also diese Retraditionalisierung stark, einfach die Ernährerrolle. Und der Ansatzpunkt ist in der Regel dann zu sagen, Zeit mit dem Kind verbringen, für die Entwicklung des Kindes da sein, je nach Altersstufe, für eine gute Bildung des Kindes da sein. Das ist in der Praxis, ob jetzt da, wo ich herkomme, Väter in Köln oder die interkulturellen Väterprojekte, die ich auch evaluiert habe, gibt es ein breites Feld, was anfängt von Vater-Kind-Spielaktionen, von Vater-Kind-Wochenenden, von Vätergruppen. Also es sind sozusagen einerseits Kurzzeitmaßnahmen mit Kind und dann auch Langzeitmaßnahmen. Also man muss wirklich sagen, bei den Vätergruppen, was ich erstaunlich und toll finde, von dem, was sie erreichen, aber was für eine hohe Motivation ist, wo die Zeit zum Teil über Jahre sich alle ein, zwei Wochen treffen und aus verschiedenen ihrer Alltagsthemen was einbringen. Und insofern glaube ich sozusagen an ihr Vatersein in der Regel verbessern wollen. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sehen. Die meisten, die in den Angeboten sind, würden von sich selber auf Nachfrage, wir haben das in der Studie auch gemacht, gefragt, wir sind gute Väter und wollen besser werden. So. Ah, ja. Also das heißt zum Beispiel, dass man wie bei anderen Trägern, also es sind in der Regel Familienbildungsträger, Integrationsträger, verschiedene, das sind sozusagen, würde ich sagen, präventive Ansätze von Familienbildung. Mhm. So, wo auch Väter aktiv werden und sagen, ich will da als aktiver Vater mehr Zeit haben für mein Kind. Und eigentlich kommt in zweiter Linie dann das Vereinbarkeitsthema, weil die sagen, naja, bisschen am Abend, bisschen Wochenendpapa. Ich muss an das Arbeitsteilungsmuster ran. Wenn das Kind mehr Zeit von mir braucht, dann muss ich da dran. So, und manchmal ist es Thema, es gibt welche, also auch unter diesen Vätern, unterschiedliche Modelle. Mehrheitlich auch noch eine klassische Arbeitsteilung, aber durchaus auch schon doppelte Verdienermodelle oder reduzierte Teilzeiten, eine volle Stelle des Mannes plus Teilzeit der Mutter, sodass sie sich das auch wirklich recht gut teilen in verschiedensten Fällen. Also das ist sehr vielfältig. Und eigentlich ist dann sozusagen das Thema des Kindes immer eins, na gut, wenn ich für die kindliche Entwicklung wichtig bin, das geht nur, wenn ich mehr Zeit habe, ist das oft eine starke Motivation zu gucken. Also Stichwort hätte ich jetzt vermutet, auch bei Ihnen Elterngeld
Nutzung. So ist für Studierende jetzt genau. nicht das Ding, aber sondern das wäre was für ihre Kolleginnen oder Kollegen für, in der Belegschaft der Uni ein Thema. Aber das ist natürlich für die ein Thema zu sagen. Das ist ein Einstieg in eine aktive Vaterschaft, zu sagen, das mache ich. Und da zum Beispiel gibt es recht wenig Beratung. Also ich weiß gar nicht, wie viele von den Kollegen kommen zur Elternberatung, habe ich eben gedacht. Kommen auch. Und da ist es aber auch wieder ein bisschen prekär, gerade aus dem Wissenschaftsbereich, die Männer. Ne? Ja. Da haben die das gleiche Problem wie die Frauen. Ne? Wenn ich jetzt aussteige, ne? Ich bin gerade in der wissenschaftlichen Karriere, da ist es schwierig sozusagen. Ne? Oder da ist die Angst auch groß, während im Verwaltungsbereich das überhaupt kein Thema ist. Ja. Ne? Da kann man aussteigen, Teilzeit zurückkommen. Also da haben wir auch ein Beispiel an der Universität, einen Verwaltungsmitarbeiter oder ne, in der Verwaltung hat das eben so praktiziert. Und das ist mittlerweile auch gang und gäbe, sage ich mal. Aber Wissenschaft ist nochmal ein anderer Bereich. Also was ich so höre von vielen Kollegen auch so in der, sag ich mal, Väter-Szene, ist, dass da sozusagen die Beratung Väter auch noch nicht so intensiv erreicht. Ja. Also von, jetzt gerade ist das nochmal gestiegen, Elterngeld Plus, ist nochmal komplexer geworden, das zu durchschauen zu sein. Das ist zwar ein Instrument mit vielen Möglichkeiten, aber da gibt es wenig, was die Väter anspricht. Also da finde ich zum Beispiel, wenn man die motivieren will und die sagen, ja, Elterngeld, okay, das ist nochmal komplexer geworden. Und da bin ich gespannt, wie die Politik das löst, aber das ist jetzt vielleicht nicht so hier Thema. Die Väter jedenfalls, würde ich sagen, also da, darauf zurück, sind aktive Väter und dann wird indirekt eigentlich bei zu wenig Zeit für das Kind, kommt nochmal das Arbeitsteilungsmodell und eigentlich der Zeitmangel. Es ist immer ein väterlicher Zeitmangel, um zu sagen, können wir da irgendwas tun, wenn die Zeit fürs Kind fehlt. Kannst du noch etwas über die Teilnehmer erzählen? Also wer kommt da hin? Sind das bestimmte Gruppen? Also so, bei uns in Köln, würde ich sagen, sind wir noch auf dem Weg erst, die Zielgruppe mit Migrationshintergrund und auch nicht-christliche Religionen. Und, aber die evaluierten Projekte, über die spreche ich jetzt, das sind 7 in NRW, da haben wir Schätzungen der Experten, die Vätergruppen leiten, von 80-90% muslimisch. Also das sind alles Väter Migrationshintergrund, das vorweg. Und das ist dann natürlich je nach örtlicher, also es ist mal eine Integrationsagentur, es ist mal eine kommunale Integrationszentrum, es ist mal eine Migrantenorganisation. Das heißt, die haben dann nochmal ein je eigenes Spektrum ihrer Stadt. Manchmal ist es auch so, dass die Vorbildfunktion der Fachkraft relevant ist, die Palette der Sprachen, die die Person anbietet. Ist es türkisch, ist es arabisch, welche brauche ich für die Zielgruppe? Und das steuert das so ein bisschen, aber es sind so bis 80-90%. Und das Ergebnis dann war eigentlich, dass die alle für sich Erfolge sehen, also in der Kurzfassung. Und spannend war, wir haben uns auch angeschaut, wie sehr als aktive Väter sehen die sich. Und die haben sich als engagierte und sehr engagierte Väter gesehen. Also es gibt ja häufig in der Geschlechterforschung auch zu Vätern, in der Väterforschung so Typenbildung von traditionell und modern und dazwischen. Und da würde man eher immer, wenn man so den langläufigen Diskussionen der Gesellschaft folgt, würde man da viel Traditionelles vermuten. Und es ist nicht so, sondern die sind engagierte Väter, die versuchen, für ihr Kind viel zu tun und da besser werden wollen. Also die sich als engagierte Väter sehen und da, glaube ich, auch schon sehr viel für das Kind leisten. Mit der Mutter zusammen oder dabei sind, sozusagen den Anteil als Vater zu vergrößern, zu verstärken, eben auch in der sozusagen Erziehungspartnerschaft mit der Frau, das gut sich anzuschauen, wie funktionieren wir als Team besser, was ist da die Rolle, die ich noch stärken kann. Solche Themen werden da behandelt. Merkst du bei euch im Verein ein steigendes Interesse bei den Teilnehmern? Ich glaube, es ist immer eine Frage von Ansprache der Zielgruppe. Also als Beispiel bei allen Trägern von sozialer Arbeit, Pädagogik, Familienbildung, da ist es so, dass ich, wenn ich keine interkulturelle Öffnung habe, dass die Leute nicht da sind, die das selber verkörpern, die Fachsprachen haben und wo Muslime selber die Arbeit machen. Das heißt, die das selber schon zeigen als Personen das Leben. Ich würde, also viele gerade der christlichen Wohlfahrtsverbände, die in der Regel die nicht einstellen können, wollen, wie auch immer, dann habe ich da ganz nette, zum Teil auch sprachkompetente Menschen, aber da fehlt eine Brücke, sodass ich die oft nicht erreiche. Das ist dann in Integrationsträgern, Kommunalitäten ist anders, das heißt, die haben mit ihrer Geschichte und Ausrichtung das Fachpersonal und das, glaube ich, ist der Erfolgsfaktor. Weil ich glaube, dass die sich da besser verstanden und angesprochen fühlen. Und wissen, so, da habe ich, es ist ein Vertrauensvorschuss. Mal ist die Sprache wichtig, aber es ist so das Vertrauen, ich werde da ernst genommen mit meinen Themen und es ist auch nicht die Sorge, was haben die von Bilder von mir als Vater Migrationshintergrund, als muslimischen Vater und die haben zum Teil auch schlechte Erfahrungen gemacht bei anderen Trägern, die sie damit konfrontieren, ja gut, das ist ein aktiver Vater, ach ich weiß nicht, dann sind da gleich recht große Zweifel da. Und dann sind die sehr zufrieden und glücklich bei Fachkräften, die da offen
mit umgehen und wirklich den Menschen sehen und nicht schon die Schublade aufhaben, Muslim-Schublade zu. Und dann, dann kommen die in einen Prozess, wo sie sagen, eigentlich machen wir dann Väterarbeit. Also die sagen, natürlich kennen die viele andere Ansätze von Vätern, die sich an Deutsche der Mehrheitsgesellschaft oder mehrheitlich Christenrenten richten und sagen, naja, wenn ich die Zielgruppe habe, und das ist, die sind die Schwellen, die viele Träger haben, wenn ich die habe, danach sind das Väter und dann tauschen wir uns aus. Also verschiedener ethnisch-kultureller Herkunft, auch relativ breit religiös, welche, die für sich weniger religiös sind, welche, die das für sich sehr, sehr wichtig als das Thema des Glaubens im Alltag haben. Das ist ja auch eine sehr große Spannbreite von dem, wo sich da Menschen und Familien sehen. Und das funktioniert in den Gruppen immer sehr gut. Also man merkt, du bist da mit viel Engagement dabei. Hört sich echt sehr spannend an. Vielen Dank für die Einblicke. Ich würde jetzt rübergehen zu den beiden Theologen am Tisch. Jetzt würde ich mal gerne die theologische Perspektive ein bisschen einbringen. Und zwar Halima und Mohammed, euch beiden würde ich mal fragen, weil wenn man so die innermuslimischen Diskussionen sich anschaut bezüglich dieses Themas, stellt man fest, dass es so bestimmte Rollenvorstellungen bezüglich der Männer und Frauen gibt. Zum Beispiel Männer gehen eben arbeiten und Frauen sind verantwortlich für die Familie und gehen nicht arbeiten bzw. sollen nicht arbeiten. Also bestimmte Familienmodelle sind da auch mit im Spiel. Meine Frage, gibt es eine islamisch begründete Arbeitsteilung? Männer verdienen Geld, Frauen kümmern sich um Familie und Haushalt. Gibt es so etwas? Kann man sowas sagen? Wer möchte als erstes? Halima, möchtest du? Du hast schon direkt. Genau. Okay. Ja, Nico ist jetzt zufällig wenn das hier gerade, wenn das Mikrofon hier gerade ist, dann mach mal. Dann bleibt mir hier vielleicht nichts anderes übrig. Aber an der Basis, da sehe ich es durchaus, dass da manchmal auch Idealbilder hier kursieren, die mich schon fast schon an Schiller erinnern. Schillers Glocke, ist das noch bekannt? Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben und so weiter und so weiter. Und dann nachher die Frau, drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Und das dann übertragen und dann also belegt und hier schön verbrämt dann mit irgendwelchen Hadith-Texten und vielleicht auch sogar Korantexten. 434 wird da auch manchmal rangezogen. Und dann wird das also hier so unters Volk gebracht und da gibt es auch Frauen, die heiraten also unter diesen Voraussetzungen, weil sie sich eben halt wünschen, dass ihr Mann sie jetzt auf Händen trägt und beklagen sich dann, und das habe ich recht viel gehabt in meiner Praxis, beklagen sich dann, wenn das irgendwie nicht zu klappen scheint. Seien es Sachzwänge, eben halt, weil die Wirtschaftslage eben halt das auch nicht erlaubt. Ich sehe mal gerade, wenn... heute wird es vielleicht ein bisschen anders sein, aber als ich jünger war, da war es eben halt, ich war die wirtschaftlich Stärkere, einfach deswegen, weil ich deutsche Staatsangehörige bin. Mhm. So, ja, ich spreche jetzt von den 60ern, späten 60ern, 70er Jahren, ne? Und mein Mann, der musste sich dann da eben halt durchs Leben würgen mit Jobs, die also Hilfsarbeiterjobs waren, obwohl er eben halt, wir waren beide Studenten, ne? So, und war dann eben halt wirtschaftlich schwächer gestellt und so war es eben halt meistens in der Praxis. Ne? Und wenn da eben halt eine Frau kam, eben halt mit solchen ja, romantischen Vorstellungen, dann kam dann hinterher die Krise, die war dann vorprogrammiert sozusagen. Ne? Und dann wurde dann der Mann beschuldigt, dass er kein richtiger Muslim wäre, weil er sich nicht um die Frauen kümmert. Manchmal, muss ich zugeben, stimmt das ja wirklich, dass Männer sich dann da irgendwie da auf irgendwelchen Sachen ausruhen und sich auf Sachzwänge berufen, die keine sind. Also es ist mir oft vorgekommen, sowas. Ne? Und, oder eben halt dann auch einfach, ja, einfach nicht in die Puschen gekommen sind, wie man auch in Hamburg sagt. Ne? Hier auch in Niedersachsen. So, das ist so oft dann die Realität gewesen. Und dann hört man aber auch gleichzeitig, kriegt man dann diese Pamphlete, die man in der Moschee ausgehändigt kriegt. Da steht dann drin, der Mann soll die Frau versorgen. Und das steht dann nur da. Ja, und das sind dann immer so Vorstellungen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und ich habe dann ziemlich bald angefangen, hier, wie ist das denn da mit den Quellen? Und was für Quellen werden denn da herangezogen? Und wie war es denn in der Realität zur Prophetenzeit? Und wie war es mit der Realität in der islamischen Geschichte? Und was geben denn die Familiengeschichten im Koran her? Mhm. Ne, und da bin ich doch zu einem ziemlich anderen Bild gekommen, als von dem, was da eben halt verbreitet ist, in eben halt diesen Pamphleten oder heutzutage ja auch YouTube-Videos, die man dann da hören kann, die das da so irgendwie diese Schillersche Arbeitsteilung da
sozusagen als hermeneutischen Zirkel da hermeneutischen Schlüssel auf den Koran verwenden oder was auch immer. Ne? Und da bin ich schon nicht mal angeeckt mit den Fragen, die ich dann da gestellt habe. Mhm. Na, hier, wie war das denn? Wie ist denn Khadija das geworden, was sie war? Ja, die hat ja immerhin da ihre Firma geleitet. Und dann hat sie da einen jungen Mann angestellt. Mhm. Und warum hat sie das, warum, wie ist sie dazu gekommen? Warum ist sie auch nicht selber auf der Reise gegangen? Ne, war das deswegen, weil sie kleine Kinder hatte, weil die war ja vorher schon verheiratet? Mhm. Oder war es eben halt auch einfach, weil Reisen also da noch was anderes ist als heutzutage? Ne, ich bin ja selber auch unterwegs gewesen und dann hält der Bus in der Wüste an einem Wasser, an einer Wasserstelle, da ist also eine kleine Moschee. Und hier von wegen sanitäre Anlagen, Männer da lang, Frauen da lang. Und dann sucht man sich einen Platz hinter einem Felsen. Ja, ich meine, das ist also, wenn man da mehrere Tage lang unterwegs wäre von, ich denke, Mekka nach Syrien, das überlässt man dann vielleicht lieber anderen. Vor allem als Leiterin wahrscheinlich. Ja, bitte? Vor allem als Leiterin einer Firma. Vor allen Dingen als Leiterin einer Firma, ja. Ja, ne? Ja. Also das ist klar. Und dann natürlich auch die Frage, jetzt haben die also geheiratet, diese Firmenleiterin und ihr ja, Angestellter sozusagen. Und wie haben die das denn da gemacht, wie haben die das denn dann da weitergemacht mit ihrem Wirtschaftsleben? Was haben die denn da vertraglich vereinbart? Wer war denn da was für was zuständig? Ich habe da keine Antworten drauf. Mhm. Ich denke nur, die Fragen, die muss man mal stellen, da muss man sich mal zu Gemüte führen. Da ist doch irgendwas nicht so wie auf diesen Videos oder in diesen Pamphleten. Ja, das sind dann Sachen, die habe ich dann weiter nachverfolgt. Da kam auch mal eine Frau, die sagte, ist auch ein Hadith-Text, ne? Die sagte zu ihrem Mann, frag doch mal, oder sagte zu ihrem Mann irgendwann mal abends hier, frag doch mal den Propheten, ob ich dir Zakat bezahlen kann. Wenn man der Geschichte auf den Grund geht, dann war das eine Frau, die war geschickt in Handarbeiten, hat also diese hergestellt und hat die verkauft und hat dann ein Big Business gemacht in Medina damals, ne? Und hatte also dann wesentlich mehr Einkommen als ihr Mann. Und dann jetzt ist die Frage, ne? Und dann sagt der Mann zu ihr, geh doch selber, ich habe das jetzt ein bisschen frei paraphrasiert, ne? Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Ne, da ist sie also am nächsten Tag zum Propheten gegangen und da war tatsächlich auch noch eine andere Frau, die hatte dasselbe Problem. So, der Mann versorgt die Familie, na. Ne? Und der Prophet, der hat dann die Auskunft gegeben, dass das nicht nur erlaubt ist, sondern dass das auch nochmal das Familienleben verstärken kann. Mhm. Und das dazu geeignet ist es eben halt, die Beziehung zu verstärken. Und da ist tatsächlich natürlich, dass die Frau über ihr Vermögen eigentlich selber verfügen kann und nicht verpflichtet ist, den Mann zu versorgen. Der Mann kann seiner Frau nämlich nicht Zakat geben. Mhm. Ne? Das war aber dann die Vorstellung damals und was machen wir da heute mit? Ne, und wie ist heute die Realität, wie ist heute überhaupt die Arbeitsteilung? Und die Arbeitsteilung, wenn man das so verfolgt in der Geschichte, sowohl in der islamischen als auch außerislamischen, da sieht man immer, die Arbeitsteilung, die richtet sich auch immer ein bisschen nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die sieht anders aus in der Jäger- und Sammlergesellschaft, als in der Hirtennomadengesellschaft, als in der Bauerngesellschaft, als in der Handwerkergesellschaft, als in der Industriegesellschaft und wer weiß, was sonst noch alles kommt. Naja, wie gesagt, nach wie vor kriegen die Männer die Kinder und da muss irgendwie ein Ausgleich da sein, dass die beiden das, aber da komme ich jetzt vielleicht später nochmal drauf. Mhm, Dankeschön. Dann direkt an Mohammed. Was denkst du, gibt es eine islamisch begründete Arbeitsteilung? Jein. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass eben dieses schillerische Modell, dass das gelebt werden kann. Und das haben wir in der ganzen Welt. Und das muss man jetzt nicht unbedingt schlecht reden. Das funktioniert auch in vielen Familien. Aber das ist eine Möglichkeit. Das ist jetzt keine verbindliche Vorgabe, die so gelebt werden muss. Das kann. Aber es ist alles eine Sache der Verabredung und worauf man sich eben einlässt und wie man miteinander eben seine Familie gründet, sich sein Leben vorstellt und das dann auch gemeinsam angeht. Es gibt sogar die Möglichkeit, das wissen vielleicht auch nicht viele,
dass man im Vorfeld, vor der Eheschließung, dass man auch Dinge vertraglich festhalten kann und sagen kann, ja, meine Aufgaben sind das und das und das und deine Aufgaben sind das und das und das. Und das ist dann auch Bestandteil des Ehevertrages sozusagen. Aber auch, ich glaube, es geht hier jetzt nicht um Dinge genau vorzugeben und dass diese entsprechend dann auch eins zu eins gelebt werden, sondern ich glaube, islamisch gesehen ist es wichtig, dass Werte gelebt werden, dass mit dem Gottesbewusstsein, mit Taqwa zum Beispiel, Rücksicht aufeinander nehmen, Nachsicht haben, Respekt einander gegenüber haben, das sind Dinge, die, glaube ich, eher der Familie helfen, beiden Eheleuten helfen, zueinander zu stehen, gemeinsam ihren Lebensweg weiter zu gehen, als jetzt darauf zu pochen und zu sagen, ja, ich bin aber derjenige, der Stärkere hier in der Familie und gehe jetzt arbeiten und deine Aufgabe besteht jetzt darin, den Haushalt zu führen und für die Kinder da zu sein. Das klappt, aber das kann auch anders gehen. Und da kann man eben sich gegenseitig beraten und gemeinsam entscheiden, was für die Familie als solche eben gut ist. Interessant ist, wie die zwei Partner sozusagen das sehen, wenn man sie fragt. Also im Vorfeld dieser Veranstaltung habe ich dann zwei Leute gefragt, eine Muslima und einen Muslim gefragt, ob es überhaupt ein Familienmodell gibt, islamisch gesehen. Und dann war eben die Antwort der Muslima, ja, aber es ist eben ein Modell, also eine Möglichkeit. Muss nicht, aber kann so gelebt werden. Und sie hat dann gesagt, dass sie an sich auch damit gut leben kann und findet alles gut. Auf der anderen Seite, als ich den Muslim, also den Mann, gefragt habe, hat er gesagt, ja, an sich findet er, dass das manchmal irgendwie, dass der Mann benachteiligt wird. Er hat dann gesagt, also seine Frau ihm gegenüber sagt immer wieder, dein Geld ist unser Geld, mein Geld ist mein Geld. Das heißt, auch wenn beide jetzt arbeiten gehen, dann ist diese Vorstellung da auch islamisch begründet, islamisch belegt. An sich ist es eine Aufgabe und Verantwortung des Mannes, für die Familie zu sorgen. Und entsprechend das, was er eben verdient, sein Gehalt, sein Geld, ist eben für die Familie, auch für die Frau. Aber sollte die Frau arbeiten gehen, dann ist das in erster Linie ihr Geld. Sie ist nicht verpflichtet in keiner Weise, das für die Familie oder in der Familie einzubringen oder zu investieren. Und auch hier wiederum natürlich eine Sache der Verabredung. Wie geht man damit um? Und ja, das vielleicht dazu. Ja, also ich habe jetzt aus dem, was ihr beide gesagt habt, entnommen, es gibt nicht das eine Familienmodell. Und es ist eine Sache der Vereinbarung, dass man vorher darüber spricht und das vielleicht festhält. Also nicht nur vorher, sondern auch im Laufe des Lebens, denn ergeben sich immer wieder Dinge und da muss man darüber reden und gemeinsam zu Lösungen oder zu Kompromissen kommen. Ja. Und das ist entscheidend, glaube ich, dass man auch sich darauf einlässt und nicht starr und stur sagt, ja, so ist es und nicht anders. Halima, wolltest du noch was sagen? Ja, mir ist dazu noch was eingefallen. Denn ich meine, das gilt ja jetzt für unsere pluralistische Gesellschaft hier, da ist das ja fein. Und den ersten Rollentausch, den ich kennengelernt habe, wie gesagt, ich bin eine neue Generation älter oder so, das war eine muslimische Familie, ja, wo die Frau dann, also der Mann, der hat dann studiert und auf das Kind aufgepasst so, und hat das Kind betreut. Ne? Und das klappte ausgezeichnet. Und es war eben halt, ja, gut, nur wenn das jetzt irgendwo so eine homogene Gesellschaft ist, irgendwo, wo man traditionell gelebt hat und da jetzt plötzlich jemand auf die Idee kommt, es anders zu machen, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt da natürlich, jetzt kommen die Anfragen von außen, von den Mitmenschen. Mhm. Ja, und da braucht man schon sehr viel Taqwa, wenn man sich gegen die Mitmenschen von nebenan hier durchsetzen möchte und dann trotzdem eben halt einen sinnvollen Weg gehen möchte, wenn das überhaupt gesellschaftlich nicht akzeptabel ist. Deswegen unterscheide ich ganz gerne immer, wenn ich von Religion spreche, dann frage ich auch immer, wovon sprechen wir jetzt eigentlich? Mhm.
sprechen dann von einer Institution, also einer Organisation, ja, wo man bestimmte Regeln eben halt vorgegeben hat. Sprechen wir dann von einer gewachsenen Tradition, die ja auch Selbstzweck werden kann, ja, die also jetzt wollen wir also hier das alles so bewahren, wie es ist, die aber auch eben halt Menschen hilft, sich zu verständigen, überhaupt zu verständigen. Tradition ist wichtig, ne? Oder sprechen wir eben halt von diesen Bewusstsein von Gottes Anwesenheit und eben halt dieser Suche danach, dieses am besten zu machen und folgt dem Gewissen dabei eben halt. Ne? Mhm. Das sind, wovon sprechen wir jetzt eigentlich? Ja. Sonst reden wir nämlich prima aneinander vorbei und... ja, bitte. Also vielleicht nur ergänzend dazu zwei Dinge. Einmal, dass die Bräuche, also die Sitten oder die Traditionen in einer Gesellschaft, islamisch gesehen, natürlich auch berücksichtigt werden. Und das heißt, auch hier in manchen Gesellschaften ist es, wie eben gesagt, das Modell, nicht nur ein Modell, sondern das Modell, das gelebt wird, dass die Männer eben arbeiten gehen und dass die Frauen sich um die Familie und um den Haushalt kümmern. Und wenn man das anders machen möchte, würde man Schwierigkeiten haben, keine Frage. Da tanzt man praktisch aus der Reihe. Aber für mich vielleicht auch interessant in dem Zusammenhang, wenn man von dem Islam spricht und dann auch von den Möglichkeiten. Also ich finde diese Flexibilität oder diese Spielräume, die wir immer wieder haben, die Dinge anders zu sehen oder die Texte anders lesen zu können, entsprechend auch interpretieren zu können, ich glaube, das ist mit auch ein wichtiger Faktor, dass man überall unter Berücksichtigung der Gegebenheiten den Islam auch leben kann. Und ich sage immer wieder, die Religion ist an sich keine Mathematik, in dem Sinne 1 plus 1 gleich 2, so ist es und nicht anders, sondern die Religion wird halt von den Menschen gelebt und da müssen eben die Menschen versuchen, die Dinge entsprechend zu hinterfragen, zu interpretieren und miteinander darüber zu diskutieren und dann zu sagen, für sich in der entsprechenden Situation, unter den entsprechenden Gegebenheiten, dass man sagen kann, ja, so können wir das machen. Dankeschön. Ich habe jetzt noch eine Frage an euch beiden, dann mache ich weiter in der Runde. Und zwar geht es um die Frage, ich meine, ihr habt das schon ein bisschen angesprochen, aber konkret nochmal die Frage, darf eine Frau arbeiten gehen? Weil es gibt immer wieder so Texte, auch in der innermuslimischen Diskussion oder eben Aussagen. Ich habe hier zum Beispiel ein Zitat, ich will das kurz vorlesen. Das eigene Heim ist zwar der primäre Ort einer Frau, aber sie kann arbeiten gehen, wenn sie niemanden hat, der sie unterstützt, oder wenn das Einkommen des Ehemannes nicht für die Bedürfnisse der Familie ausreicht. Das heißt, die Erwerbstätigkeit der Frau wird hier an bestimmte Bedingungen geknüpft. Gibt es für eine solche Sicht eine religiöse Grundlage? Das heißt, kann sie nur unter bestimmten Bedingungen arbeiten oder kann sie grundsätzlich arbeiten? Wer möchte als Erster oder Erste? Das Mikrofon, das liegt ja da noch. Okay, machen wir es immer nach dem Mikrofon. Das ist eine gute Möglichkeit. Also ich würde in einem Satz sagen, sie darf, wenn sie will. Punkt. Also nicht so viele Bedingungen und natürlich unter Berücksichtigung dessen, was ich vorhin gesagt habe, eben sich darauf verständigen, was geht, was nicht geht, wie machen wir das am besten. Und manchmal ist es natürlich auch, wie in diesem Text zu hören ist, da geht es ja nicht anders. Wenn niemand da ist, da muss ja die Frau auch arbeiten gehen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und manchmal, auch wenn sie alleine ist, Witwe ist oder geschiedene Frau ist, dann geht es ja auch nicht anders, da muss sie arbeiten gehen. Aber auch hier wiederum, manchmal bringen wir uns selbst unter Zwang, weil wir bestimmten Klischees irgendwie nicht entsprechen wollen. Weil ich habe vorhin gesagt, also dieses Modell, Mann geht arbeiten, Frau zu Hause, das müssen wir jetzt nicht unbedingt schlecht reden. Aber manchmal aus dieser defensiven Haltung heraus meinen Frauen, nein, damit sie nicht in dieses Klischee hineinpassen, hineinfallen, also sie müssen und wollen unbedingt doch raus und arbeiten gehen, um sich dann zu beweisen, zu entfalten, wie auch immer.
Und manchmal erzielt man damit auch keine Erfolge, weil manchmal kann man auch keine Familie bilden oder dann ist niemand für die Kinder da, wenn beide arbeiten gehen. Wir haben ja hier in Deutschland viele Möglichkeiten natürlich, dass beide arbeiten gehen und dass die Kinderbetreuung haben oder was weiß ich. Aber das ist auch wiederum was anders. Ich sage auch wiederum hier in einem Satz, alles gelingt nicht allen. Das heißt, man kann nicht alles erreichen und alles schaffen, in dem Sinne ja Familie haben und Karriere machen und Kinder bekommen und vielleicht sogar auch noch viele und was weiß ich. Und auch hier wiederum, da muss man, wie Goethe sagt, sieh jeder, wo er bleibe, wie jeder halt oder jede das Leben gestalten möchte. Hallemann, möchtest du noch was sagen? was war das, was ich sagen wollte? wo war denn mein Ansatz jetzt geblieben? Ich war bei Goethe hängen geblieben zuletzt und wir schmeißen hier mit Goethe und Schiller. Ja, ja. Was nicht typisch ist für Theologen. nee, aber doch ganz nützlich manchmal. Ja. Der Text, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Den habe ich mal irgendwo gelesen als eine Anweisung in alten Zeiten. Der erinnert mich außerdem an die Zeit, in der ich groß geworden bin und an meine Umgebung, in der ich groß geworden bin. Die ganze Zeit lang, meine Mutter war Hausfrau, meine Großmutter war Hausfrau, meine andere Großmutter war Hausfrau und alle Frauen, die was auf sich hielten, die waren Hausfrau. Und die Männer, die arbeiteten eben halt, und wenn denn dann eine arme Frau arbeiten gehen musste, oh, die Arme, die muss arbeiten, weil ihr Mann nicht genügend Einkommen hat, weil jemand krank ist, weil der Mann gestorben ist, wie auch immer, das erinnert mich daran. Das hängt aber auch mal davon ab, was das jetzt für eine Arbeit ist. Ja, wenn man eine Arbeit einem ziemlich zufrieden stellt, dann kann man die, also auch wenn es eine Erwerbstätigkeit ist, dann kann man die mit allerhand vereinbaren, was man sonst eigentlich nur nicht machen kann, wenn man da gezwungenermaßen arbeiten geht, weil man das muss und es ist immer noch nicht 5 Uhr. Jetzt komme ich endlich nach Hause, bin ich geschafft und dann bin ich für meine Kinder nicht mehr zu gebrauchen. Gilt für Männer genauso wie für Frauen, ja, wenn das mal von Vätern die Rede ist. Ne? Wenn der Vater dann müde nach Hause kommt, wenn der Vater zufrieden ist, dann geht er auch mit den Kindern anders um und da kann sich eine andere Beziehung entwickeln. Deswegen sehe ich, also das Problem ist eigentlich nicht in erster Linie ein Gender-Problem, sondern eigentlich überhaupt ein Problem Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In einer Gesellschaft, die eigentlich nicht so besonders kinderfreundlich ist. Mhm. Ich habe es nämlich auch erlebt in meinem Schwiegervaterland, dass man dann eher in einem Großfamilienverband zusammen wohnt und zu Hause ist immer einer und die Kinder sind immer betreut, immer auch in einer vertrauten Umgebung. Und das hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, wenn ich Kinder gehabt hätte, denke ich mal, dann hätten wir uns das vielleicht auch anders überlegt und wären nicht unbedingt in Deutschland geblieben. Mhm. Weiß ich nicht. Also wir haben keine Kinder gekriegt, insofern ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja, mit einer ziemlich gleichmäßigen Arbeitsverteilung und all dem, aber das hängt davon ab, was für eine Tätigkeit. Und dann gibt es ja so eine ganze Reihe Frauen, die dann nicht berufstätig sind im Sinne von Einkommenserwerben, sondern die dann ehrenamtlich tätig sind. Ne? Und viel zu viele Frauen, die ehrenamtlich tätig sind, denn das sollte auch irgendwann mal honoriert werden, wenn nicht in Geld, dann zumindest in Status oder sonst irgendwas sollte da. Menschen sind zwar gehalten, von der Religion her idealistisch zu sein und für andere und wie heißt das? Das heißt unselfish auf Deutsch. Unegoistisch. Ja, nee, das wollte ich eben halt nicht selbstlos. Das klingt mir zu buddhistisch. Ne? Der Mensch hat kein eigenes, sondern unegoistisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also altruistisch vielleicht, aber naja, gut. Aber trotzdem sind Menschen darauf angewiesen, ja, auch auf irgendeine Art von Anerkennung. Auch in diesem Leben schon und nicht nur im Paradies. Okay. Also, jetzt ein bisschen Blick wieder weg von der Theologie hin zu der sozialen Vertretung hier, sozialwissenschaftlichen Vertretung. Christine, wir haben jetzt über Familienmodelle gesprochen, da würde ich dich jetzt mal spontan fragen, gibt es Familienleitbilder in Deutschland und wenn ja, welche?
Puh. ich glaube, das kann Herr Tunsch besser beantworten als ich. Also was ich wahrnehme, ist tatsächlich, dass die Modelle noch... Ach so, ja. Entschuldigung. Ja, ich habe auch nicht dran gedacht. Okay. also was ich wahrnehme, ist, dass wir nach wie vor eben noch eher eine klassische Rollenverteilung haben oder die Erwartungen eben so sind und dass wie in vergleichbaren Ländern, skandinavischen Ländern und auch Frankreich, dass die zwei- oder doppelverdienenden Modelle, dass es die bei uns nicht in der Form gibt und das hat viel auch mit strukturellen Geschichten wie Kinderbetreuung zu tun. Also die also manchmal, es sind nicht immer nur Wünsche, sondern eben, dass oftmals Familien das entscheiden, auch aufgrund, wer verdient mehr, ne? Wer bleibt zu Hause. Und da merke ich, kenne ich aus meinem Umfeld zwei Fälle, wo tatsächlich der Mann zu Hause geblieben ist, weil die Frau eben besser verdient hat. Mhm. Also so, und dass das eben dann die Notwendigkeiten sind. Das ist ja auch, was Sie gerade sagten, also dass man eben guckt, wie passt es zusammen. Mhm. Nichtsdestotrotz nehme ich es eher so wahr, eben das in der traditionellen Ausrichtung. Und habe da jetzt, ja, wenn wir von Familienleitbild sprechen, einfach ein Beispiel aus der Praxis. Also da war ein Paar bei mir in der Beratung. Er war Student und sie hat gearbeitet und dann ging es darum, die Tochter betreuen zu lassen. Und sie wollte Anfang des Jahres wieder anfangen zu arbeiten. Und dann hatten sie als Modellübergang eben Tagesmutterbetreuung gewählt, weil die Kitas ja erst oder die Krippen auch immer nach dem Sommer, nach den Sommerferien die Plätze neu belegen. Und dann habe ich eben gesagt, ja, dann können Sie ja mit der Tagesmutterbetreuung überbrücken. Und dann war die Frau schon im Geiste so, ja, dann einmal eingewöhnen, ja, aber wie kriege ich das denn hin mit meinem Urlaub? Also weil ich dann ja zweimal eingewöhnen muss, auch in der Kita. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht kann Ihr Mann ja auch die zweite Eingewöhnung übernehmen. Und er sagte, ja, ich schreibe dann meine Masterarbeit. Ich habe zeitlich, ne, ich bin zeitlich flexibel. Und man sah richtig, wie das so arbeitete, weil sie gar nicht darüber nachgedacht hat. Und dass oftmals genau die Geschichten sind, dass ich glaube, Männer und Frauen sich gar nicht trauen, alternative Möglichkeiten zu überlegen oder in Erwägung zu ziehen, sondern dann sind die gesellschaftlichen Erwartungen eben so, dass der Mann Geld verdient und die Frau die versorgende Rolle übernimmt. Also wir haben im Gleichstellungsbüro dazu schon zwei Workshops durchgeführt, die nennen, oder der nennt sich Paare im Übergang. Und da ging es eben genau um, naja, nennen wir es Förderung oder aktive Väterschaft oder Förderung eines egalitären Elternmodells. Also das Gleichstellungsbüro hatte im Jahr 2011 einen Preis gewonnen im Ideenwettbewerb Väter in Unternehmen. Und auf der oder mit dem Preisgeld haben wir den ersten Workshop finanziert. Und zwar ist der Grundgedanke dabei eben zu sagen, naja, was sind unsere Bedürfnisse als Familie? Oder wir hatten es im ersten Durchgang ausschließlich an Studierende gerichtet, die dann so im Übergang zum Beruf sind, haben das dann aber geöffnet, weil gerade auch Promovierende, ne, nach der Promotion, wie geht es dann weiter? Ja. Und dann ist man oftmals ja, ich sag mal, der Fokus eingeschränkter, weil man sich schon an verschiedenen Stellen festgelegt hat. Und haben eben, oder die Idee dabei war eben zu sagen, naja, was, also diese Rollen musste auch aufzubrechen oder eben, ne, so eine Anregung dazu zu geben, zu überlegen, ja, wer, bei wem steht jetzt was an und wie stellen wir uns das eigentlich vor, weil das ist, glaube ich, genau das Ding, dass viele Paare nicht planvoll sozusagen in Familienplanung gehen, sondern dann kommt ein Kind, manchmal kommt es ja auch ungeplant und dass dann eben so der Workshop da ansetzt zu überlegen, naja, was wollen wir eigentlich jenseits dessen, was wir gelernt haben, sondern ne, wie sieht für uns der Alltag aus, wer ist vielleicht gerade an einem Punkt der Karriere, ne, wo der andere oder die andere zurücktreten muss und wenn es eine traditionelle Verteilung ist,
das ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, es geht, das sagten Sie ja auch gerade schon, es geht darum, sich bewusst für was zu entscheiden und das eben zu planen. Ich glaube, das ja, haben wir so in der Form jetzt, ne, in der Form weniger, sondern viel ist eben gerade, wenn das Kind ungeplant kommt, dann merke ich eben oder ist meine Wahrnehmung, dass dann doch das traditionelle Modell erstmal greift. Und da haben wir eben mit dem Workshop angesetzt und wollten so eine Anregung geben, zu gucken, was gibt es denn sonst noch? Oder lass uns auf uns gucken als Paar, wie sieht das bei uns aus und was wollen wir eigentlich erreichen? Wollen wir Kinder, wie wollen wir auch zukünftig das vereinbaren und wie wollen wir unser Familienmodell, unser eigenes auch leben? Ja, ich glaube, Michael wollte noch was hinzufügen. Also ich kann jetzt auch nicht mit Statistiken aufwarten, aber es ist schon so, dass die Leitbilder moderner werden. Also dass auch junge Leute schon sagen, wir würden das gerne irgendwie beides machen, Arbeit und Beruf. Und erst im Moment, wenn das Kind kommt, also mit oder ohne Planung, eigentlich diese Traditionalisierung eintrifft, weil dann beide sagen, entweder er in die Ernährerrolle, sie in eine Mutterrolle. Und ich glaube, der Gap, also der Bruch ist mehr von, also den Leitbild, wir würden es gerne und was ist möglich. So, das heißt, dann ist die Frage, was kann ich in meinen Bedingungen organisieren und was hat die Gesellschaft für Rahmenbedingungen, Ressourcen, was zur Verfügung zu stellen. Und da ist es so, glaube ich, dass dann man da genauer hingucken muss, also zum Beispiel, was ist Hindernis, was sind die Bruchstellen, weil dann, glaube ich, ist es nicht nur eine Einstellung von, also junge Leute sagen auch, doch, ich möchte als Mann eher das Geld verdienen und meine Frau sagt, das ist gut. Es gibt eine größere Zahl inzwischen, die sagen, wir teilen uns das irgendwie. Das ist dann unter Jugendlichen in den Studien dann oft ja noch gar nicht so klar, was heißt das dann, aber irgendwie gemeinsam. Also eine nicht traditionelle Aufteilung, eher egalitär partnerschaftlich. Das ist nur nicht so konkret und wenn das Kind kommt, merken sie erst, dass sie in Lebensbedingungen sind, auch in Arbeitsverhältnissen, Strukturen, dann fehlen manchmal Vorbilder, Unterstützungsstrukturen und dann ist es ein Bruch. Spannend finde ich dann zu schauen, wie machen das Menschen mit ohne Migrationshintergrund oder Christen, Muslime. Und da gibt es ja die größere Studie, die ich nochmal mir angeschaut habe für heute, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und das finde ich spannend. Die sagen halt auch, dass die Leitbilder sich modernisieren. Und die haben untersucht, eine kleine Gruppe von Deutschen ohne Migrationshintergrund, mehrheitlich christlich, zugewanderte Migranten, die Muslime sind und christlich auch deutsch, also christliche Zugewanderte in Deutschland. Mhm. Also da gab es drei Gruppen und da war also zwischen Muslimen und Christen so ein bisschen die Entwicklung, also es gibt sozusagen moderne bis traditionelle Varianten und es gab immer nur einen relativ kleinen Teil, wo die Muslime ein Ticken traditioneller waren, aber es gab immer eine breite Vielfalt. Die haben das interessanterweise umgedreht. Die haben nicht einen Traditionalitätswert erhoben, sondern einen Liberalitätswert. Also wir versuchen, finde ich schön, dass sie es umgedreht haben, sondern versuchen das ansatzweise, dass beide für Erwerbsarbeit, Kinder, Haushalt zu... Und da gab es die Orientierung von Werten, also die Zahlen. Muslime hatten Liberalitätswert jetzt statistisch von 57, Christen mit 74. Interessant ist, dass die natürlich dann genau geguckt haben, also unter einem Großanteil von Menschen mit Migrationshintergrund muslimischen Glaubens haben sie nach den Generationen geguckt. Und die zweite Generation, also die jüngeren Leute, da hat sich das unglaublich angenähert, da waren Christen bei 85, Muslime bei 71. Das sagen Tendenz in Richtung einer stärker libertären Aufteilung, stärker gleich. Und das Interessante ist, dass da aber natürlich genau die Bruchstellen nicht drin sind, wenn das Leitbild ist, da waren wir jetzt, und ich das aber dann umsetzen muss, dann, glaube ich, kommen neue Hürden, die, und da würde ich fast jetzt die These aufstellen, da ist dann eher sozusagen auch die Strukturen von Arbeitswelt und den familiären Unterstützungssystem hatten wir in anderen Ländern oder Betreuung hier. Natürlich sind eigene Einstellungen von dem, was ich an Zielen habe, will ich Beruf und Familie vereinbaren, als Mutter, als Vater, in dem Moment gerade, wenn die Kinder kommen. Wenn ich mir das vornehme, kann ich versuchen, da was zu tun, suche eine Beratung, werde kreativ oder, wenn ich es nicht habe, lebe ich das erstmal so und viele sind dann zufrieden, es gibt viele, die zufrieden sind, viele, die unzufrieden sind, das müssen wir neu machen. Und ich glaube, dann wird es erst nochmal spannender. Interessant finde ich die großen Studien zu, also ja, international vergleichende Studien zu diesen Arbeitsteilungsmodellen. Und die sagen, dass es häufig einen Bildungseffekt gibt, also dass es einen gewissen Egalitierungsschub mit Bildung, eher urbane Milieus, die eine stärkere egalitäre Aufstellung suchen. Und dann kommt das traditionelle Einstellung eben mit einer sehr starken Religiosität zusammenhängen. Und da bei allen Religionen.
So, das heißt, da müssten wir dann nochmal auf die Lebenspraxis gucken. Ich finde, wir waren ja eben nochmal bei den Fragen der Quellen, wo man nochmal genauer hingucken. Ich glaube, es ist auch die Frage eben ein von eigenen Bildern und Leitbildern, von Wünschen und dem, wo ich es vielleicht gerne anders machen würde, als das, was ich an Vorbildern bisher hatte und sage, ich möchte was Neues ausprobieren, vielleicht von Partnerschaftlichkeit. Habe ich einerseits das Bild und wenn ich das will, was habe ich für Widerstände? Wo sind die? Sind die in der Community, ob jetzt im Stadtteil oder in der religiösen Community, in der Gemeinde? Vielleicht sind die von der Arbeitswelt, bin ich nicht qualifiziert, habe ich zu wenig Kinderunterstützung, habe ich in der Familie oder von anderen Strukturen? Und ich glaube, da muss man mit drauf gucken. Urbane Faktoren, ne? Die Betreuungsangebote sind in der Stadt größer als auf dem Land. So, und das finde, deshalb finde ich das spannend. Ich finde es deshalb auch wichtig, weil sozusagen ja häufig in den öffentlichen Diskursen Traditionalität dann bei Migranten, Muslimen verortet wird. Also es ist ja immer die wirklich dann sehr pauschale Zuschreibung. Und ich glaube einfach, dass das nochmal schön ist mit solchen Studien, dass es von verschiedenen sozusagen Milieus, die mal ein bisschen traditioneller, moderner oder Mischungen aus Tradition, moderner. Also die meisten Studien sagen eigentlich eher, da gibt es so bunte Mischungen aus. Ja, ich sollte schon als Mutter für das Kind da sein, mir ist aber auch erwerbswichtig, vielleicht Teilzeit. Und es gibt ja auch ganz viele Mischmodelle. Ich finde auch das so unglücklich von traditionell, modern, das, was dazwischen an Mischmodellen ist, da guckt kaum einer drauf, weil da wird es ja spannender. Ja, ja. So. Ich habe noch eine Frage an Christine oder vielleicht auch Michael, du kannst auch gerne nochmal. Gibt es eigentlich materielle Konsequenzen für die Frau, wenn sie jetzt doch zu Hause bleibt? Macht es einen Unterschied, abgesehen davon, von ihrem Leitbild, dass sie sagt, okay, ich möchte zu Hause bleiben? Ist es, könntest du dazu was sagen? Also jetzt für in welchem Bereich meinst du da? Ich weiß noch Einkommen. Nicht. Einkommen, konkret genau, Einkommen, konkret genau, Einkommen. Materiell, also Einkommen für ihre Zukunftsplanung. Ne? Finanzielle Sicherheit, weil die Statistiken zeigen ja, dass eben Frauen sehr viel mehr von Armut betroffen sind. Deswegen geht das in diese Richtung. Okay, okay. Ja, also ich denke, grundsätzlich ist es ja auch so, es gibt immer noch den Equal Pay Day, also Frauen verdienen bei gleicher Qualifikation weniger als Männer. Das ist zum einen, das ist, führt dann wieder dazu, ne, dass der Mann eher weiter arbeiten geht. Ich denke, dass gerade wenn Frauen selber berufstätig sind und das, ich kenne mich da jetzt im Bereich Recht nicht so aus, aber es hat sich ja, das Ehescheidungsrecht hat sich ja verändert in Deutschland, also dass Frauen nicht mehr so lange versorgt werden, also dass der Mann zwar für die Kinder aufkommt, aber die Frauen relativ schnell auch angehalten sind, wieder zu arbeiten. Also ich denke, bei Frauen wirkt es sich auch stark in der Rente aus. Ne? Also, dass sie eben durch oftmals Teilzeitbeschäftigung nicht so viel in die Rentenkasse einzahlen und dann eben auch später weniger rausbekommen. So, das wäre eben das, was ich so spontan sagen kann. Ne? Und eben die ungleiche Bezahlung nach wie vor, also dass da dass sozusagen Frauen, gut, wenn sie dann nicht arbeiten gehen, ne, also oder wenn sie das Modell haben, dass der Mann eher arbeiten geht und sie in Teilzeit, also das ist, glaube ich, schwierig, auch gerade mit dem Elterngeld Plus, denke ich. Ich meine, das schafft für Frauen, glaube ich, so nehme ich es wahr, wie ich es bislang kennengelernt habe, einen Anreiz, relativ schnell mit wenig Stunden wieder einzusteigen. Also das ist so, wirkt auf mich momentan so, als dass es, wie Sie auch schon sagten, für Frauen schon attraktiv ist, relativ schnell wieder in den Beruf zurückzukehren und dann im Teilzeitmodell dann da eben, ne, einerseits beschäftigt zu sein, aber auch noch Zeit in der Familie oder zu haben. Also das wirkt so. Wie das in der Realität ist, es fängt ja, ne, beginnt ja 1.7. Alle Kinder, die nach dem 1.7. geboren werden, ne, da besteht jetzt, ja, genau. Ja, ich hatte eine Frau bei mir in der Beratung, wo es echt knapp ist. Das Kind soll Ende Juni kommen. Ja, also ne, sie möchte halt gern Elterngeld Plus in Anspruch nehmen. Oder nie, Quatsch, es soll Mitte Juli kommen. Und dann ist eben die Überlegung, hoffentlich kommt es nicht früher, weil dann kann man Elterngeld Plus in Anspruch nehmen. Das ist ja mal bei diesen. Das Kind weiß das nicht. Nee. So was Blödes aber auch. Ich würde noch mal ganz kurz, ich komme gleich zu den, ich noch mal kurz nachfragen, weil mich würde interessieren,
werden denn diese Fragen bezüglich der materiellen Sicherheit oder finanziellen Sicherheit in den Beratungen überhaupt gefragt? Also das ist bei mir weniger, weniger Thema. Mhm. Also ich habe in meinem Büro auch eine Lotsenfunktion. Mhm. Also wenn gerade auch zum Elterngeld direkt in die Materie einsteigen, so umfangreich, dazu kann ich nicht beraten. Und gerade im Bereich von rechtlichen Geschichten darf ich das auch nicht. Ne? Also da leite ich dann weiter oder gebe eine Einschätzung und leite dann eben weiter an Elterngeldstelle oder gerade auch was so, wenn es Beschäftigte sind im Bereich Personalrecht, was passiert mir, wenn ich jetzt reduziere, also das kann ich nicht beantworten. Mhm. Ja. Genau, aber würde dann eben weiterleiten. Mhm. Genau. Gerade bei Studierenden, wenn sie erst in die Beratung kommen, sagen sie oft, ja, ich weiß nicht, ob ich BAföG bekomme. Und dann sage ich immer, stellen Sie einen Antrag, auch wenn es viel Arbeit ist. Aber lassen Sie es nochmal überprüfen, weil ich das eben nicht abschätzen kann und das ja wirklich von vielen Faktoren abhängig ist. Okay, danke. Michael, du willst noch was sagen? Also vielleicht direkt dazu, zu den Bedürfnissen der Frauen. Ein Kollege von mir hat im Auftrag, glaube ich, des Ministeriums ein Projekt und eine Studie gemacht, eine kleine, zu Wiedereinstieg von Frauen. Aha. Und das ist ja nun definitiv eine Paardynamik. Also wo klar ist, in dem häufigen Arbeitsteilungsmodell von Mann Ernährer, Frau nicht erwerblich oder in Teilzeit, aber sagt, nach einer gewissen Zeit, wo die Kinder klein sind, wenn eine Betreuung gut möglich ist, will ich wieder einsteigen. Und da war es dann eben genau ein ganz großer Anteil von Frauen, die arbeiten wollten, die sagen, manchmal ist das Geld nötig. Und dann war diese Paardynamik von, was kann der Vater mit tun? Und dann zu sagen, kann ich reduzieren, wie kann ich unterstützen, wie kann ich eine Kinderverantwortung übernehmen? Und da war das sehr stark, also klar Bedürfnis, aber das war natürlich dann eine ausgesuchte Gruppe von Frauen mit einer Wiedereinstiegsperspektive, wo das Thema ist. Ein Schritt zurück zu der Frage nach der Erwerbsarbeit finde ich noch wichtig für einerseits Mütter, aber ähnlich Väter. Nun ist eine Erwerbsarbeit und Familieneinkommen für jedes Paar oder Familie eine Pflicht, das muss man sichern. Da muss man gucken, wie teilt man das auf. Ich finde trotzdem noch wichtig, auch zu sehen, was sichert Anerkennung. Das ist jenseits von der Frage, das Geld muss da sein. Und da ist es so, dass einerseits für Frauen wie Männer Erwerbsarbeit Anerkennung sichert, klassisch in diesem männlichen Ernährerentwurf, aber auch für immer mehr Frauen sagen, ich möchte auch eine Anerkennung in der Erwerbsarbeit. Und dann ist es eben nochmal so, das ist das eben, dass die Veränderung, dass immer mehr sagen, natürlich möchte ich auch eine Anerkennung als Mutter. Und immer mehr Männer sagen, nee, das verschafft mir nicht nur Zufriedenheit, sondern da bekomme ich auch Anerkennung dafür. Das ist ja Gott sei Dank der kulturelle Wandel, in dem wir sind. Das heißt, die Frage ist, wie wird das, und das kann ich einerseits mir selber zuschreiben und sagen, ich bin damit zufrieden. Und da würde ich sagen, kommt wieder der Bruch mit der Gesellschaft. Wir haben nämlich eine Gesellschaft, die, wenn im Zweifel kapitalistisch strukturiert sagt, Erwerbsarbeit muss funktionieren, Zugriff, mit dem eben Gender Pay Gap gehen dann mehr. Das ist strukturell so, die Männer in ihrer Verantwortung. Und dann sagt die Frau, ja, ich will auch. Und dann kommen solche Modelle. Nur, ich glaube, dass man muss die Brüche sehen, von dem, dass mehr Paare miteinander in der Perspektive sind, mit unterschiedlichsten Modellen, aber an gesellschaftlichen Vorgaben brechen, wo eben einfach Pflege, Fürsorge, Care wenig Anerkennung hat, gesellschaftlich. Ja. So. Wir müssen uns nicht die Kita-Streiks angucken, da können wir anfangen, wo wir wollen. Und das ist natürlich bei einer privaten Care und Fürsorge als eine Erziehungsaufgabe von Eltern auch so. Trotzdem, und das ist, glaube ich, die Bruchstelle, ist es immer noch so, dass dann Mütter sagen können, ich bin die gute Mutter. Wenn Erwerbsarbeit nicht funktioniert, das ist auch bei jungen, schlecht ausgebildeten Frauen der Fall. Ja. Also da gibt es große Studien zu, die sagen, ja, okay, hat jetzt leider nicht funktioniert mit einem guten Berufsabschluss, werde ich gute Mutter. Das ist was, wo die gesellschaftlich, was ist ein Dilemma, und dann sagen, dann habe ich Anerkennung von Gesellschaft, Familie, von wem auch immer, in einer guten Mutterschaft. Das kann Druck sein, ist auch nicht immer nur schön, ist aber was, wo ein Feld von Anerkennung ist. Das kann für die Väter dann problematisch werden, wenn die Mutter sagt, das hier zu Hause ist mein Bereich. Dann ist die Anerkennung, nämlich wenn es keine gesellschaftliche ist, auch keine finanzielle, dann will ich das erhalten. Dann kommst du zu diesem Faktor von diesem Maternal Gatekeeping-Modell. Also wenn das meine Anerkennung ist, ist es bitte auch nur meins. Dann ist der Vater da raus. Dann muss ich das, das ist eine Strategie, die dann aber nicht nur von einem selber kommt, sondern auch mit von den gesellschaftlichen Gegebenheiten mit beeinflusst wurde. Und in dem müssen sich die Paare dann verhalten. Ist, glaube ich, nicht der häufige Fall, aber ich glaube, bei schlechter Ausgebildeten, da haben Männer dann andere Probleme, aber das ist eine, die ich gerne nochmal reinbringen wollte. Auf der Ebene, glaube ich, der Leitbilder haben wir das, und dann ist
glaube ich, einerseits das Finanzielle immer ein Thema, aber ich finde diese Anerkennungsfrage von Fürsorgearbeit versus Erwerbsarbeit. Mhm. Und da haben junge Leute andere Antworten drauf, die dann auch wieder an gesellschaftlichen Möglichkeiten eher brechen. Und da, glaube ich, ist dann die Frage von Glauben eine, die da mit reinspielt, wie ich das für mich begründen kann, ob ich, das hatten wir eben an den Quellen, Mütterrolle, eine Vaterrolle, mehr als wie ich die für mich verstehe. Mhm. Aber wenn ich sie in eine Verwirklichung in gesellschaftlichen Rahmenbedingungen habe, dann muss ich mir auch das angucken, was geht da und was habe ich da für Unterstützung, welche Möglichkeiten und was kann ich im Paar aushandeln. Mhm.